Hallo und herzlich willkommen bei Mitgedacht. Heute hier vom Fuße von Burg Altstädt, mitten in der Natur. Und ich habe heute diesen Ort ausgewählt, nicht nur weil er sehr schön ist und weil er einfach eine sehr ruhige Kulisse bietet, sondern auch weil er quasi am Fuß eines Monuments steht, das quasi für Dienen und Herrschen gilt. Und ich bin darauf gekommen, mit dem Tagesspruch für den Dienstag, jetzt wo wir das aufnehmen, den ich dir gerne vorlesen will. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das ist das Wort aus dem Lukas-Evangelium, 16. Kapitel, und da geht es so generell um Treue. Und wir haben in den letzten Tagen und Wochen miterlebt, dass Treue gerade jetzt in so einer wichtigen Situation, in der wir uns befinden, eigentlich eine sehr große Sache ist. Also wie treu bin ich denn meinem Auftrag, den ich habe? Ja, wir haben das jetzt bei verschiedenen Politikern erlebt, dass da neben dem Dienst, quasi, den sie als Politiker erfüllen und für den sie gewählt sind, noch andere Interessen im Hintergrund standen. Ja, die waren in der Regel monetärer Natur. Und im Grunde genommen geht es auch in dem Bibeltext darum. In dem Satz davor heißt es nämlich, wer im Großen treu ist, wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinen schon untreu ist oder unzuverlässig, da ist es erst recht im Großen. Und dadurch die Frage, kann ich mich auf zwei Sachen so verschreiben oder kann ich zwei Sachen mit der gleichen Leidenschaft betreiben, oder geht das eigentlich nicht? Jesus findet die Antwort und sagt, nee, das geht eigentlich nicht. Also man kann nicht Gott dienen und gleichzeitig, jetzt kommt das Wort, dem Mammon. Das kennt ihr vielleicht, weil es ist in unserer Alltagssprache übergegangen. Schnöder Mammon zum Beispiel, also es geht irgendwie um Geld oder um Anhäufen von Vermögen, könnte man sagen. Und da geht es gar nicht darum, dass man sich nicht darum kümmern soll, mit seinem Geld ordentlich umzugehen oder so. Oder sich nicht auch darum zu kümmern, dass man das sinnig einsetzt. Sondern es geht darum, wenn das Anreichern von Geld quasi der Lebenszweck wird oder die eigentliche Aufgabe, die man hat, überdeckt. Das ist der Kontext. Ja? Und das haben wir ja jetzt sehr ausgiebig gesehen mit Maskendeals, jetzt erst diese Woche mit Testzentren, die eigentlich dafür da sind, unser Leben quasi wieder zu normalisieren. Und dann kommt irgendwie raus, da wurden irgendwie an der einen Stelle 70 Tests gemacht, aber 1000 abgerechnet, damit es in der Kasse klingelt. Ja? Das ist schon empörend. Und auch zutiefst bedauerlich, ne, weil es grundsätzliches Vertrauen zueinander in Frage stellt. Ich glaube, sich miteinander auf eine Sache zu verschreiben, egal ob es der Verein ist oder die Feuerwehr oder in der Kirchgemeinde oder auch im Stadtrat, in der Beziehung oder in der Freundschaft. Da hast du vielleicht selber schon die Momente erlebt mit verschiedenen Menschen, vielleicht sogar bei dir selbst, wo man dann gemerkt hat, okay, wenn was anderes hinzutritt, auf einmal wird das weniger wichtig. Ja? Das kann in der Partnerschaft sein, da kommt ein anderer Mensch dazu und auf einmal wird die Partnerschaft gar nicht mehr so wichtig. Oder eben, es gibt eine Aufgabe und dann gibt es doch noch eine Möglichkeit, daraus persönlichen Nutzen zu ziehen, dann wird auf einmal die Aufgabe davon beeinflusst in einer ganz wesentlichen Weise. Das ist im Übrigen ein Grund, warum ich gesagt habe, wenn ich Pfarrer werde, schon bevor ich das geworden bin, dann ist es für mich klar, dass ich mich, obwohl ich ein sehr politischer Mensch bin, mich nicht parteipolitisch engagiere, weil das quasi meine Aufgabe, die ich habe, also für alle Menschen da zu sein, die in der Kirchgemeinde sind, aber auch von denen außenrum, das stört das. Ja, also ist meine persönliche Entscheidung gewesen, da kann ich nur einer Sache dienen und das ist meine Aufgabe, indem ich Pfarrer bin. Und ich glaube, das ist das, was ich dir heute mitgeben will. Sich mal zu fragen, die Verantwortung, die ich übernehme, ziehe ich da im Wesentlichen Sachen für mich raus oder gibt es da Vorteile für mich persönlich oder geht es um die große Sache, ne, um Leben gestalten, Lebensgestaltung zu ermöglichen bei unterschiedlichen Menschen und das nicht nur in der Kirchengemeinde. So, das hat auch was zu tun mit Arbeiten, die ich in anderen Positionen, Ehrenämtern in unserer Region hier mache.
ne, und die du vielleicht mitverfolgst und wo du dich selber engagierst. Und die Frage, mache ich etwas um des Ausgleichs Geldes wegen oder um des Lohnes, oder mache ich es um die Sache willen? Das ist noch nicht mal so, dass das ausschließend ist, aber was ist bestimmt für mein Leben? Und darin liegt, glaube ich, eine Gefahr, vor der, glaube ich, fast keiner gefeit ist. Ja, also ich will mich da gar nicht erhöhen, sondern will sagen, Mensch, ja, wie wäre das denn, wenn man auch immer die Möglichkeit hat, da persönlich einen riesen Nutzen rauszuziehen, kann man da sich selbst vertrauen? Und dazu braucht es, glaube ich, eine sehr gute Reflexion über das eigene Leben und vielleicht auch das Vertrauen darin, dass es mehr geben muss als persönlicher Besitz oder als Anhäufung von Vermögen, ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Das möchte ich dir mitgeben und ja, möchte dir den Segen Gottes zusprechen für alle Entscheidungen, die du triffst und für alle Konflikte, in denen du gerade stehst, auch vor allen Entscheidungen, vor denen du stehst. Gott segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Bleib behütet und bis bald. Wir sehen uns nächste Woche, wenn du magst. Kommentier gern, wenn du möchtest. Wir sehen uns bald. Tschüss.